Und ja, ich könnte ein Quicksave machen, dass ich das Gelaber nicht verschwinden hören muss. Das ist eine gute Idee. Sure, he's just a phantasm, but is there some reason we're gonna beat up this old man? Ja, weil er böse ist. Böse und wahnsinnig und ja. Oh, think I can't see you, you sneaky bastard. Ja, das finde ich blöd mit der Treppe. How may I help? Ach, der Wurf und Rock! Indeed. Meerwald hat das leider nicht getroffen. Ja. Ja. Nee, dich selber übernehmen, also dein eigenes Phantom übernehmen, ist keine gute Idee. Ja, geistiger Verbündeter Xoti, hol mal bitte den Avatama raus. Seraphin versucht, den Albtraumschatten zu übernehmen. Gut, da die da noch ein bisschen beschäftigt zu sein scheinen. Alof? Nee. Du machst das schon dahin, wo es weh tut? Wo ist Alof? Da. Warte mal, Alof hat so eine kurze Reichweite oder ist er einfach blind oder so? Ach, minus 50% Reichweite. Okay, das erklärt's. Genommen machen das Schrei, klingt gut. Xoti, wo bist du? Du bist da. Hm. Xoti, beleb Seraphim wieder. Fenrir, totstellen. Wolfgefährte ist dem Tode nahe, ist okay. Du heil dich. Seraphin, du übernimmst mal wieder nur einen. Du bist Xoti. Seraphin übernehmen. Versteiner den mal und nimm ihn aus dem Spiel. Komm, ein Herzschuss und Meerwald ist weg, bitte.
So, die heil dich. Seraphin, heil dich. Gut, Seraphin, Meerwald ist weg. Xoti, heil. Ihn bitte mal. Du, neues davon. So, den nimm mal die Heilung, bitte. Alof. Versteiner mal mein Phantom, bitte. So, jetzt erstmal Alofs Phantom weg. Gut. Und jetzt noch mein Phantom weg. Oh, Seraphin ist zweimal umgefallen. Halb so wild. So. Gut, alles nehmen. Was sagen die Köpfe diesmal? The weight of your past does not change you. Not in the heat of battle, at least. Das Gewicht deiner Vergangenheit ist kein Käfig, der dich einsperrt, wenigstens nicht in der Hitze des Gefechts. Du musst dich jedem Feind mit einem klaren Kopf nähern. Dabei darfst du dich nicht von dem beeinflussen lassen, was einmal war und was hätte sein können. Reue wird immer schwerer, je länger man sie mit sich herumschleppt. Nimm dir einfach von der Reue, was du gebrauchen kannst, und entledige dich alles anderen. Yay. Oh, wir haben das mit der Spule. Tränke im Überfluss. Es ist mir gelungen, ausreichend Menge an Sehnessenz zu sammeln. Neale dürfte erfreut sein, wenn ich ihm den vollständig aufgeladenen Gürtel präsentiere. Ja, der den Seraphin zweimal umgeboxt hat. Seraphin ist jetzt definitiv ein bisschen am Arsch. Ist er da also rasten? Adult Challenger, what can I of course? So, erstmal rasten. Schönes Feuerchen. Und, ach ja, du warst hier, genau. You're back. Does that mean the belt is ready? Du bist zurück. Bedeutet das, dass der Gürtel bereit ist? Seine dunklen Augen suchen, die ich habe. Er fühlt sich ziemlich warm an. Hervorragend. Neale nimmt den Gürtel entgegen, legt ihn auf seinen Kamm, befestigt zwei Kupferdrähte an der Adra-Schnalle. Sie führt zu einem kleinen Messgerät, bevor sie in zwei Ampullen enden. Die Flüssigkeiten in den Ampullen schimmern mit Essenz. It's a weak charge, but enough to start with. Some preliminary tests verify the principles of the thing. Die Ladung ist schwach, aber genug für den Anfang. Einige vorläufige Tests, die Prinzipien des Dings verifizieren. Oh! Oh,
Er wühlt in seinem Wagen herum und gibt dir dann vorsichtig einen menschlichen Schädel. Den Großteil eines menschlichen Schädels jedenfalls. Das Schädeldach fehlt und im Inneren schwappt eine zäh, flüssige, rote Flüssigkeit. Wouldn't be the first time I drank from a skull. Just don't tell my high priestess. Wäre nicht das erste Mal, dass ich aus einem Schädel trinke. Erzähl es nur nicht meiner Hohenpriesterin. This skull started me down this path. Or this branch of it. It occurred naturally in the arena. A champion died, but his skull was so infused with essence that it produces its own, well, not potion exactly, but substance. Dieser Schädel hat mich auf diesen Weg gebracht, oder auf diese Abzweigung. Er trat natürlich in der Arena auf. Ein Meister ist gestorben, aber sein Schädel war so stark mit Essenz getränkt, dass er seinen eigenen, ja nicht unbedingt Trank, aber Stoff produzierte. Du hast einen Gegenstand erhalten, Schädel der Gefallenen. Danke, ein unendlicher Trinkschädel. Ich war auf der Suche nach einem davon. Du erwartest, dass ich aus diesem ekelhaften Ding trinken soll? Nichts sagen. I shouldn't need it anymore. Not with what you've given me. With what you'll provide. Ich sollte ihn nicht mehr brauchen, nach dem, was du mir gegeben hast, nach dem, was du geben wirst. Er grinst, aber seine Augen bleiben auf dem Schädel hängen. One moment, please. Ja, instabile Spule wie verloren und weniger instabile Spule erhalten. Verursacht Schockschaden und 5 Sekunden lang betäubt Beine in der Nähe des Trägers, wenn er das Bewusstsein verliert. Plus 15% Aktionsgeschwindigkeit für 12 Sekunden pro Tötung gegen Geistziele, okay. Ein Moment bitte. Er wendet sich wieder seinem Gerät zu, bearbeitet es mit seinem Werkzeug und spricht dann wieder mit dir. Hier. It should hold a stronger charge now, provided you engage enemies with stronger souls. Hier, jetzt soll es eine stärkere Ladung halten können. Solange du Gegner mit stärkeren Seelen angreifst, er gibt dir den Gürtel zurück. Truly though, I can't thank you enough times. Was there anything else I could do for you before you get back to advancing the art of animancy? Ganz ehrlich, ich kann dir nicht genug danken. Gibt es noch etwas, das ich für dich tun kann, bevor ich mich der Weiterentwicklung der Kunst der Beseelung widme? Ich glaube nicht, dass er bereit ist. Of course. Well, keep it on you. It'll do the rest. Und natürlich, naja, behalte ihn an, ich erledige den Rest. Weggehen, okay. Das heißt, wir haben wieder diesen geilen Gürtel. Wo haben wir ihn jetzt? Questgegenstände? Ja. Die weniger instabile Spule. Zieht halt die Gegner magisch an. Oh, ach ja, das kann jetzt zurück ins Inventar erstmal. In der Hoffnung, dass wir es so schnell nicht mehr brauchen werden. Ach, Xoti hat ja auch noch was zum Beschwören, sehe ich gerade. Und sogar Alof hätte was. Das sollte ich in Zukunft auch benutzen. So, lesen wir uns noch wenigstens die nächste Herausforderung durch. Die letzte Herausforderung des Übergangsritus ist das dann. The next step of this dance winnows our would-be champions. The bloodletting. Na, sehr schön. Der nächste Schritt dieses Tanzes wird entscheiden, ob unsere Anwärter auf den Titel des Meisters würdig sind, der Adalas. Time for that already, huh? Ist es schon soweit, er verzieht das Er verzieht das Gesicht. Adalas hört sich verdächtig an. Habe ich diesem Ort nicht schon genügend Blut gegeben? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du ganz schön grusig aussiehst, wenn du lächelst? Sie sagt nichts und lächelt weiter. Ja, Seraphim und Xoti finden das amüsant. The last of the trials, the bloodletting, pits you against other contenders, each undergoing their own rite of passage. Der Adalas, die letzte Prüfungen. Wahrscheinlich Prüfung, besteht aus einem Kampf gegen andere Anwärter, von denen jeder sich ebenfalls dem Übergangsritus stellt. In their triumph, the victorious shall complete the rite and secure their place within the crucible. In ihrem Triumph werden die Sieger den Ritus vollenden und sich ihren Platz im Schmelztiegel sichern. To them alone shall the island reveal the first of its mysteries. Ihnen alleine wird die Insel ihr erstes Geheimnis offenbaren. Ich bin bereit. Das gegenseitige Töten ist also der Preis für den Eintritt. Ich freue mich schon darauf. Das ist doch Wahnsinn. Sag nichts. Nehmen wir mal die 2. It is an honor to progress into the crucible. The winner gains glory.
The Fallen contribute their memories to this place. Es ist eine Ehre, im Spätstile voranzuschreiten. Auf den Sieger wartet Ruhm und die Verlierer tragen mit ihren Erinnerungen zu diesem Ort bei. Either way, the competition is a form of immortality. So oder so ist der Wettstreit eine Form der Unsterblichkeit. Ich sag mal nichts. It is an honor to progress into the Crucible. Either ja, way, ja. The competition is a form of immortality. So oder so ist der Wettstreit. Ich mache das nicht. You may choose to turn away, but this place needs you. If you reject that calling, many may suffer in your stead. Du magst dich dazu entscheiden, dich abzuwenden, aber dieser Ort braucht dich. Wenn du seinem Ruf nicht antwortest, werden viele an deiner Stadt leiden. Mit nachdenklichem Gesicht sieht sie zu dem schimmernden Wasser herunter. The pool of memories awaits you. Das Becken der Erinnerung erwartet dich. Mhm. Was sagt so unsere Reputation? Dass wir schon ziemlich grausam und zwielichtig sind, aber weniger aggressiv. Alles andere haben wir schon ziemlich voll. Außer ehrlich und stoisch. Hm. Ja, wie ich die beiden so hochgekriegt habe, das ist mir ein Rätsel. Na gut, wir speichern jetzt hier erst einmal. Wir sind jetzt nämlich auch schon wieder ein gutes Stück über der Aufnahmesession. Ah, das wäre jetzt mal LP70. LP70. Speichern und dann sehen wir uns gleich wieder.